Nachdem die Amtshandlung mit dem alkoholisierten Lenker beendet ist, machen sich die Verkehrspolizisten Robert und Martin auf die Suche nach dem Unfallort. Pass auf, da war nichts da in dem Bereich. Wir müssen auf die drübere Seite schauen, weil da haben wir gesehen, das erste Mal. Wir fahren stadtauswärts, der Rand dort um. Und grasen den Bereich Wien einmal an. Aber du siehst, wie gefährlich da gehen. Ja. Weiß ich, wie viele Leute noch spazieren. Ja, das und die Zeit. Das fällt irgendwo ein. Nicht auszudenken, wenn man da übersieht, was da los ist. Naja, wir können, wenn wir bei uns nichts finden, werden wir die Polizeiinspektion, die Zuständige, verständigen, dass die zumindest wissen, wo sie das zuordnen müssen. Oder könnten. Alles, was es gibt. Da liegt. Da ist ein Raffen, schau. Aha, okay. Das haben wir mal. Warte. Gut, den verlierst du aber nicht gleich, aber den werden wir von der Fahrbahn entfernen. Ist das Blaulicht beim Umbrennen oder kommt da nichts? Ja. Ich werde das aber trotzdem aufgeben. Ja, wenn wir stehen bleiben zum Absichern. Ah, da liegt auch. Was? Das sind einmal. Was ist der Radkasten? Diverse Teile von ihm, ja. Haben wir das fotografiert oder was? Das sind alles die Bestandteile vom Auto? Ja, ich vermute fast. Ich halte noch ein Markenzeichen aus. Schau, ich habe schon Zitronenzeichen. Also, sofern da nicht ein anderer Citroën. War, den es auch ziemlich auf der Wegstrecke zerrissen hat, wird es wohl von dem Herrn sein. Ja. Ein Stück weiter vorn liegt noch die Lauffläche vom Reifen, weil der hier ist ja das letzte Stück der zurückgelegten Wegstrecke nur auf der Felgen gefahren. Das heißt, da wird es verloren haben, die Bestandteile? Ja, oder er ist zuvor da stehen geblieben und hat sich von den allzu lauten Sachen, die am Auto irgendwie sich verzwickt haben, befreit. Das könnte auch möglich sein. Weil ich glaube nicht, dass es das da auf die Seiten so in die Wiesen schießt, ganz einfach. Wenige Meter entfernt konnte der kaputte Reifen von der Fahrbahn beiseite gebracht werden. Was haben Sie da gefunden? Ich glaube, das war mal ein rechtes Vorderrad. Ding und nicht stichst. Die 48 Jahre noch verstehen, dass du das weggerammt. Ja, na, das ist kein Problem. Hast du da was gesehen? Hat er da den Rauschlag genommen? Nein, ich glaube eher, dass sie das ziemlich verzwickt. Ich denke mir mal, dass das nicht allzu weit vorher passiert ist irgendwo. Nein, das glaube ich nicht. Das ist. Da liegen auch Trümmer. Schließlich entdecken die beiden Verkehrspolizisten ein beschädigtes Verkehrsschild. Da sind wir noch keine frischen Abriebspuren drauf. Frisch schaut das nicht aus, gell? Schau. Ach so, dass der das komplett unter das Auto und das sind da, oder? Da. Und da, das schaut schon frisch aus. Glauben Sie, dass er das niedergemäht hat? Wir sind keine Experten, aber das würde auf der Fahrstrecke liegen. Ist auch möglich, dass das Auto derartig beschädigt hat. Und von der Strecke her würde es sogar ausgehen, dass er so weit noch kommt mit einem beschädigten Vorderrad. Was glauben Sie, wie viele Kilometer sind es, dass das so gefahren ist? Ja, wir werden dann am Tacho auf Null drucken und werden uns das genau anschauen. Das sind 5-6 Kilometer ungefähr, kann man das sagen? Ja, 2 Kilometer kannst du sicher fahren mit einem. Ich weiß nicht, wie hin das vorher war. Vielleicht hat er sich das alles erst zusammengehauen beim Durchs Weiterfahren. Da war vielleicht noch nicht so viel hin. Aber wir werden auf jeden Fall die zuständige PI informieren über die Tafel. Und wenn die sagen, die ist schon vor 2 Tagen oder was vor dem LKW angefahren worden, dann können wir das ausschließen. Aber bis dahin nehmen wir es halt rein. So, das ist die Nummer 444. Die Lenkerin des gerammten Fahrzeugs wird von der Unfallstelle abtransportiert. Die Straße wird so schnell wie möglich geräumt und für den Verkehr wieder freigegeben. Der Fahrer des zweiten PKW muss nun einvernommen werden. Der routinemäßige Alkoholtest hat für den Fahrer schwerwiegende Folgen. Der Lenker hat 1,2 Promille. Wir haben schon drüber gesprochen, eben der Wert ist zu hoch gewesen. Das heißt, Führerschein bleibt bei mir. Warum? Bitte? Warum? Ja, der Alkoholwert ist zu hoch. Sie dürften nur 0,8 Promille haben.
Therma war 1,2. Ja, Therma war 1,2. Das ist einmal etwas zu viel. Jetzt haben wir vorher geredet, Sie haben 3 große Bier getrunken. 3 große Bier? Ja. Haben Sie da gewusst, dass Sie noch mit dem Auto fahren müssen? Ich hab so gewusst, ich bin so normal, so 3 Bier. Okay. So, ich hab gewusst, so. Der Lenker ist auch alkoholisiert. Er ist, hat 0,58 am Alkomat. Das heißt, das Ganze wird mal 2 genommen. Das heißt, er hat 1,16 Promille Alkohol im Blut. Da ist es eher wahrscheinlich, dass er vielleicht die Ampel nicht genau gesehen hat durch die Alkoholisierung. Ja, auf das lasse ich mich da lieber nicht ein. Aber auf jeden Fall ist es nichts, was ihm zuspielt. Ab 1,2 Promille ist der Führerschein für mindestens 4 Monate weg. Der Lenker hat aufgrund seines Zustandes nicht verstanden, wie hoch der Alkoholgehalt in seinem Blut ist. Alles in Ordnung gewesen? Oh, muss so sein, so. Wie war die Einvernahme? Gut? Keine Ahnung, was soll ich sagen? So, 85% die Alkohol hat so getestet und dann. Sie haben Alkohol getrunken? Ja, 3 Bier, so hat so gezählt. So. Haben Sie denn den Führerschein weggenommen? Ja, ist weggenommen. So. Führerschein ist weg, so, aber. Jetzt ist das Auto kaputt. Dann geht auch die Verkehrsamt, die Frage, wie lange und so, die kommt die Strafe und das. Was ist mit dem Lenker? Was gibt er an, wie der gefahren ist? Ja, die Fahrtrichtung passt eh. Dresdner Richtung Roter Stern. Er sagt begrünlicht. Hat auch die Autolenkerin gesagt. Die Autolenkerin ist auch begrünlicht. Genau, also so mit beide. Wie kann man das jetzt überprüfen? Ja, in dem Fall wird dann von uns veranlasst eine Doppelgrünüberprüfung der Ampel. Was ist das? Ja, da kommt dann ein Betreiber der Ampel. Es gibt verschiedene Firmen dafür. Die kommen her, schauen sich die Schaltungen genau an und bestätigen uns dann, ist möglich oder ist nicht möglich. Dass beide Fahrzeuglenker grün gehabt haben. Genau. Jetzt beobachten wir die Ampelscheibe, weil es wird nicht möglich sein, nehme ich an. Nach der Amtshandlung mit dem alkoholisierten Lenker sind die Verkehrspolizisten Martin und Robert zurück in der Rossauer Kaserne. Nun muss ein Bericht über den Sachverhalt geschrieben werden. Die Polizisten sind über das unverantwortliche Verhalten des Fahrers immer noch schockiert. Nicht auszudenken, was da passieren kann, wenn sich ein Mensch derartig nicht unter Kontrolle hat, wenn er ein Fahrzeug lenkt. Der war offensichtlich alkoholisiert? Ich sage mal offensichtlich. Es hat kein wirkliches Ergebnis, ist nicht zustande gekommen. Er hat den Alkotest letztendlich verweigert. Somit bleibt lediglich der Verdacht der Alkoholisierung. Also aus seinem Gehabe zu schließen, war er deftig alkoholisiert, ja. Hat man das gerochen oder? Man hat sowohl stark gerochen, als auch durch die ganze Gestik und sein Gehabe bemerkt. Er hat eine äußerst lallende Aussprache gehabt, also er war kaum zu verstehen. Hat sehr geschwankt beim Gehen und beim Stehen auch. Also dem Anschein nach volltrunken, der Mann. Was hat das für einen Vorteil, glaubt er, dass er den Alkotest verweigert? Ja, ich nehme mal an, dass ihm eine definitive Alkoholisierung nicht vorgeworfen werden kann. Das würde ich mal meinen, dass er meint, dass das sein Vorteil sein könnte. Ist das ein Vorteil? Erspart er sich da was an Straf oder wie schaut das aus? Bei dem Strafrahmen ist es so, der Strafrahmen für die Verweigerung entspricht genau dem Strafrahmen für die höchste Alkoholisierung. Auf einer nächtlichen Rundfahrt fällt den Verkehrspolizisten ein auffällig umgebautes Fahrzeug auf. Da es immer wieder vorkommt, dass unzulässige Umbauten vorgenommen werden, kontrollieren die Beamten das Auto ganz genau. Scott, Fahrzeugkontrolle, Führerschein, Zulassungsschein bitte. Und sämtliche Genehmigungen, falls welche haben. Ja. Jetzt habe ich sie schon zum zweiten Mal aufgehalten. Vorige Woche. Nein, wahrscheinlich mit einem anderen. Aber ich glaube, dass das dasselbe war. Wann war das? Das sind die meisten, was ich damals hatte, oder? Ja. Der Ford. Mhm. Und bei dem ist genau dasselbe jetzt.
Was? Ja, die Batterie ist auch nicht angeschafft. Das war beim Ford genauso nicht. Mit der Batterie noch? Ja, sicher. Gut. Machen wir dasselbe Spiel wie mit dem Ford. Sie fahren uns nach, wir fahren zur technischen Überprüfung. Wieso haben Sie den Herrn angehalten? Weil mir das Fahrzeug verdächtig tief vorkommt. Und jetzt schauen wir mal, was der Techniker dazu sagt. Umbau die Sache. Typisiert hat er ein paar Sachen, habe ich gesehen. Schauen wir mal, was da rauskommt, okay? Passt. Die beiden Polizisten Roger und Andreas gehören einer speziell ausgebildeten Einheit an, die sich auf Schnellfahrer und Autotuner spezialisiert hat. In der Bundesprüfanstalt soll nun festgestellt werden, welche Umbauten genau vorgenommen wurden. Bei einem Vergehen drohen dem Lenker die Abnahme der Kennzeichen und eine Anzeige. So, da. Kilometerstand auf den Kollegen. Haben Sie schwerere Mängel gefunden bei dem Fahrzeug? Ja, haben wir gefunden. Ich meine, er hat auch wieder so eine Genehmigung vorgelegt. Die Reifenfelgen kommen hin. Die einzige Batterie ist nicht befestigt. Sie steht noch los im Motorraum. Was haben wir noch? Genehmigtes Fahrwerk hat er zwar vorgelegt, eine Genehmigung. Allerdings geht aus der Genehmigung nicht wirklich vor, ob es ein Gewindefahrwerk ist, was er nämlich eingebaut hat. Die Kontrollen muss in der Genehmigung drinstehen und weichen um zumindest 2 cm an. Was haben wir noch? Ja, bei den Federn steht drin rot. Da sehe ich gerade, dass die oberste Windung rot ist. Der Rest ist schwarz. Hat er gemeint, das ist der Unterbodenschutz gewesen, den er gesprüht hat. Ich meine, ja, kann vielleicht möglich sein, aber für uns ist es natürlich schwer, dass wir die Federnkennzeichnung mit der Genehmigung kontrollieren. Ich gehe mal vom günstigeren Fall aus, gehen wir mal davon aus, dass es so ist, aber dann dürfte offensichtlich irgendwie da bastelt worden sein, weil auch nicht die Boden frei drauf ist von der Genehmigung her. Ne? Was die jetzt da suchen und was sie da machen und warum die da sind, weiß ich jetzt nicht, weil ich bin einer, was die ganze Zeit arbeitet. Ich bin vorhin um 9 von der Arbeit erst gekommen und wollte mit der Freundin fortgehen. Wir haben gedacht, ich fahre eine Runde auf den Tank, schau mal, was los ist. Ich habe halt ein paar Freunde auch getroffen. 10 Minuten war ich dort, ein Red Bull getrunken, wegfahren, aufgehalten. Jetzt wird es nichts mit dem Fortgehen, aber ja. Die Prüfung würde 40 Euro kosten. Wollen Sie die gleich zahlen oder? Ja. Dann bitte. Die Kosten für die Überprüfung müssen nur gezahlt werden, wenn etwas illegal umgebaut wurde. Also, Herr Inspektor, was passiert da jetzt mit den Herren, mit dem Fahrzeug? Der bekommt jetzt einmal seine Rechnung. Mit 40 Euro zahlen müssen fürs Gutachten. 2 schwere Mängel hat er da drauf, die wird er jetzt beheben müssen. Da bekommt er eine Anzeige nach Hause geschickt. Dann kommt er nochmal zur besonderen Überprüfung im 21. Bezirk. Das heißt, es ist doch ein finanzieller und ein zeitlicher Aufwand, den man dann hat. Es hätten die Kennzeichen auch fallen können, da war es noch schlimmer, aber das ist sich gut ausgegangen. Wiederschauen. Wiederschauen. Hat er als Rechtfertigung angegeben? Er hat es nicht gewusst. Ja. Das sagen wir mal 90%, sag ich mal. Ich hab's so gekauft oder ich hab's nicht gut. Das ist gleich. Aber er hat ja schon ein Vorleben mit einem anderen Fahrzeug, wie der Kollege gesagt hat. Ne? Vor ein paar Wochen hat er einen Ford gehabt. Da sind drei Kennzeichen untergekommen. Ne? Das heißt, er hat jetzt innerhalb von einem Monat quasi 2-mal gröbere Anzeige. Da keine Gefahr im Verzug besteht, darf der Lenker weiterfahren. Immer wieder kommt es auf Österreichs Straßen zu massiven Geschwindigkeitsübertretungen. Bei einer nächtlichen Streiffahrt fällt den Verkehrspolizisten ein Fahrzeug auf, das mit fast doppelt so hoher Geschwindigkeit als erlaubt unterwegs ist. Die Beamten nehmen die Verfolgung mit dem slowakischen Fahrzeug auf. Der Lenker, ein Portugiese, arbeitet in der Slowakei als Anwalt und ist mit dem Firmenwagen in Wien zu Besuch. Herr Revierinspektor, warum haben Sie den Mann aufgehalten? Wegen der Fahrweise. Er ist zu schnell gefahren und das war Grund der Anhaltung. Ja. Ich bin mit Sicherheit nicht schneller gefahren als andere auf der Straße. Ich bin die gleiche Geschwindigkeit wie alle anderen auch gefahren.
Um ehrlich zu sein, sind alle wahrscheinlich keine 50 km/h gefahren, sondern eher 60 oder 65. Ich wurde nur aufgehalten, weil ich ein teures Auto fahre. Und das ist der Grund, warum ich jetzt hier bin. Routinemäßig wird ein Alkofuhrtest durchgeführt. Für den angehaltenen Lenker ergibt sich daraus ein Problem. Okay. Yes. More, 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 more. Ja, ist okay. Okay, I'm sorry, it's too much. It says the same thing, yeah? Yes, yes. Definitely. Jetzt haben wir einen Alkotest durchgeführt. In erster Linie einen Alkofortest. Der war positiv. In weiterer Folge, nach 10 Minuten Warten, einen Alkomat-Test. Und der hat einen relevanten Messwert von 0,45 ergeben. Das heißt, wir haben dann 0,9 und ab 0,8 ist der Schein abgenommen. Nun ist es so, das ist ein ausländischer Fahrzeuglenker. Genau. Wie ist da die weitere Vorgangsweise? Ja, die weitere Vorgangsweise, es kommt darauf an, wo er gemeldet ist. Ist er aufrecht im Bundesgebiet gemeldet? Das klärt jetzt der Kollege einstweilen. Und in weiterer Folge wird wahrscheinlich eine Sicherheitsleistung einzuheben sein. Ja. Ich habe mir wie jeder das Fußballspiel angesehen und hatte nur zwei Bier. Normalerweise garantiert dir jeder, dass das nicht über dem Limit liegt. Aber anscheinend ist es doch so. Der Alkotester wird wahrscheinlich nicht lügen, also muss ich das akzeptieren. Der Herr hat keinen Wohnsitz im Bundesgebiet. Und ansonsten sind auch alle Anfragen negativ. Also werden wir so vorgehen, wie eingangs erwähnt, werden wir Sicherheitsleistung einmal in Aussicht stellen. Und falls das nicht geht, nachschalten wegen einer vorläufigen Beschlagnahme. Ja. Ja, seitdem das Auto ist einmal offensichtlich nicht auf ihrem gemeldet. Nein, er hat das? Anscheinend nicht. Nein. Er hat 12 Euro einstecken. Das wird sich knapp nicht ausgeht, 12 Euro. Ja. Sobald der relevante Messwert überschritten ist, hat mehr als 0,8, können wir einen Schein natürlich nehmen. Ja. Ist egal, ob der jetzt aus dem ausländischen Führerschein ist oder. Ja, das ist egal, ja. Das ist egal. Bei einer Anhaltung hat sich herausgestellt, dass ein portugiesischer Staatsbürger 0,9 Promille hat. Ihm wird daher in Österreich der Führerschein abgenommen. Der Schein wird in weiterer Folge vom Verkehrsamt an die portugiesische Behörde geschickt. Die Mindeststrafe von 800 Euro wird bei ausländischen Staatsbürgern vor Ort abgenommen. Doch der Anwalt will das Geld nicht so recht herausrücken. How much money do you have? How much money do I have? How much money? 2 euros, like something like that. And credit card? Is it possible that you could park my car there? Yes, we will park the car there, yes. Of course, yes. I would appreciate that. Where do you sleep today? Tonight? I'm sleeping in a friend's house. A friend's house. And does he have any money? I have a credit card. And how much can you pay? I don't know, but I think I don't have that much. Mm-hmm. And the friend? Can. I'm not asking money to my friends. No matter what. This is the problem. The problem is, if you live in Austria, there's no problem, yes? You can pay it for 5 times, yes? I don't live in Austria, I wish I would. Yes. Eine Sicherheitsleistung richtet sich je nach dem begangenen Delikt. Eine Sicherheitsleistung hebt man dann ein, wenn die Strafverfolgung der betreffenden Person in dessen Land unwahrscheinlich oder erschwert möglich wäre. Österreich hat nur mit sehr wenigen Ländern eine Rechtshilfeübereinkommen, das dann das Einheben von dem Strafbetrag sicherstellt. Und um dem zu entgegnen, hebt man von solchen Personen aus Ländern, die kein Übereinkommen haben mit Österreich, vor Ort gleich den Strafbetrag ein. Damit das Geld einmal bei uns am Tisch ist, dort was hingehört und dass die Behörde nicht ewig oder nicht vergeblich dem Geld nachlaufen muss dann in anderen Ländern. Das heißt, eine Person, die in Österreich gemeldet ist, wird der Logschein nach Hause geschickt? Genau so ist es, genau so ist es. Und dass sich das oft als problematisch herausstellt, mit Bewohnern diverser Länder, wo es eben keine Rechtshilfeübereinkommen gibt, wird so vorgegangen vom Gesetz her. Der Fahrer gibt an, nicht genug Geld auf seiner Kreditkarte zu haben. Trotzdem wird versucht, die Sicherheitsleistung von 800 Euro einzuheben.
It is not enough money on your credit card? I don't think so, because I cannot pay it then. Because I have no possibility to pay it, and I have no possibility to go minus. I cannot go minus. So we look. Perhaps, maybe, maybe 800 is okay. But then I cannot pay it back. But then I cannot the card says no. If it's not possible, the card said no. No. But the card will say yes. But I cannot pay it then afterwards because I don't have the money to pay it. This is That's not problem. Our problem. Versucht der Mann ein bisschen zu handeln. Ja, das wollen sie alle. Ja, das Problem ist ihm jetzt da zu verklickern, dass das da kein Bazar ist, dass das da eine durchwegs ernste Geschichte ist und ja. This is really not a bazaar. This is really what the possibilities. Put this in, yes. Sehen wir mal schauen, ob es funktioniert. Es funktioniert. Jetzt brauchen wir noch die Unterschrift. So. Nicht vergessen, Karten belegen. Yeah. Es ist wirklich komisch, wenn man Österreicher ist und gerade kein Geld hat, ist es in Ordnung, die Strafe später zu bezahlen. Aber wenn man von einem anderen EU-Land kommt, ist man gleich ein illegaler Einwanderer, obwohl man sonst die gleichen Rechte und Standards hat. Das ist eine Frechheit. Und dann wird einem gedroht, das Auto wegzunehmen, wenn man nicht zahlt. Bekommt der Mann seinen Führerschein zurück? Na, vorläufig einmal, also von uns nicht. Na, von der Behörde seines Landes nach Ablauf der dafür vorgesehenen Einbehaltefrist wird dann vermutlich wieder zurückbekommen. Wir geben mal bei unserer Behörde ab den Führerschein, so wie es vorgesehen ist. Unsere Behörde schickt den Führerschein dann an die zuständige portugiesische Behörde und die werden entsprechend weiterverfahren mit dem Führerschein. Thank you very much, sir. Okay. Bye. Bye. Okay. Thank you. Bye. Goodbye, sir. Das Fahrverbot für mindestens einen Monat ist ein nationales Recht und gilt daher nur in Österreich.